Ich muss sagen, also ich bin schwerstens beeindruckt tatsächlich. Alle sind zusammengekommen, haben noch niemals vorher irgendwie zusammen was gemacht. Der Wunsch war natürlich da, dass wir irgendwie mindestens 75 Leute hierher bekommen. Aber aus diesen 75 sind jetzt fast 150 geworden. Von daher, das ist doch herrlich. Hier geht es da wirklich darum, Spaß zu verbreiten. Ich wollte verschiedene Stimmungen anbieten, ich wollte verschiedene Schwierigkeitsgrade anbieten. Auch wieder Kultur zu genießen, gemeinsam zu singen, das sind ja wirklich Gefühle, die wir 18 Monate lang überhaupt nicht erleben konnten. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Man merkt das ja auch an der entspannten Atmosphäre. Ganz viele Menschen freuen sich einfach unglaublich darauf. Und von daher finde ich es echt großartig, dass es heute stattfindet. Die Stimmung ist unter den Leuten, Musikerinnen und Musiker, absolut grandios. Sie haben alle unfassbar viel Spaß. Wir haben richtig Bock. Wir haben echt Bock. Es ja. Macht super viel Spaß auf jeden Fall. Es ist schon echt ein Erlebnis, so mit so vielen Musikern zusammen zu spielen. Wenn das nächstes Jahr wieder stattfindet, ich bin der Erste, der auf der Anmeldeliste steht. Also ich höre hier auch schon aus anderen Kreisen, dass werden sich ja einige bereuen, die nicht hergekommen sind. Und wenn es nochmal gemacht wird, werden es wahrscheinlich erheblich mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut über die Bühne geht. Und es ist einfach ein total erhabenes Gefühl, es gibt nichts Besseres. Das ist der Hammer gewesen. Also eine super Veranstaltung. Heute Mittag hat es geregnet, aber die waren super vorbereitet, alles abgedeckt hier. Der Himmel ging auf und es war sogar noch warm geworden. Ich möchte das nicht missen, die Erfahrung. Das war eine Riesenfreude und das war ein großer Spaß, auch mitzumachen. Arne Eggert und das Schloss haben hier eine tolle Veranstaltung aufgelegt, die seinesgleichen hier in der Region sucht. Und wir freuen uns alle drauf, wenn es im nächsten Jahr eine Fortsetzung gibt. Du schließt dich!